Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen HSV-Checks. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße wie fast immer meinen Kollegen Henrik Jacobs im Volkspark und auch wie fast immer mit einem Akku, der sich dem Ende zuneigt. Moin Henrik. Moin und heute auch mal von der anderen Seite. Also erschwerte Bedingungen hier heute, es ist sehr windig. Ich hoffe, man kann dich gut verstehen. Ja, so hören wir dich gut und deswegen wollen wir auch direkt loslegen. Seit dem Schalke-Spiel oder genauer gesagt einen Tag vor dem Schalke-Spiel dreht sich vieles beim HSV um Amadou Onana und seinen bevorstehenden Wechsel zum französischen Meister OSC Lille. Henrik, kannst du uns möglicherweise ein aktuelles Update geben? Wird der Wechsel heute noch vollzogen? Ja, heute mit Sicherheit nicht mehr. Das wäre dann doch ein bisschen zu schnell. Also Amadou Onana ist noch hier im Volkspark und sollte auch eigentlich heute individuell trainieren. Also am Mannschaftstraining hat er nicht teilgenommen. Mir wurde gesagt, dass er heute noch möglicherweise hier draußen individuell mit dem Reha-Trainer trainiert. Das ist bisher nicht geschehen. Also es deutet sich auf jeden Fall alles in die Richtung an, dass Amadou Onana relativ bald jetzt den HSV verlassen wird. OSC Lille will Amadou Onana haben und wir haben ja gestern Abend schon berichtet, dass der Präsident jetzt schon höchstpersönlich auf dem Weg ist nach Hamburg, um diesen Transfer zu finalisieren. Das wurde mir vom HSV jetzt nicht bestätigt, aber es sieht so aus, als ob der Transfer auf die Zielgerade geht, weil Lille jetzt auch nochmal sein Angebot erhöht hat auf rund 7 Millionen. Jetzt wird allerdings noch gepokert um die mögliche Weiterkaufsbeteiligung, also der HSV will da schon dann auch davon profitieren, wenn Onana dann möglicherweise in 2, 3 Jahren nochmal für viel Geld nach England wechselt. Also da lohnt sich dann auch jede Prozentzahl, um die man da noch pokert. Und ja, die gute Nachricht für den HSV ist, Lille will unbedingt Onana und Onana will unbedingt nach Lille. Von daher ist der HSV da in einer guten Verhandlungsposition. Und ich gehe davon aus, dass der Transfer dann jetzt auch zeitnah über die Bühne geht, möglicherweise sogar noch vor dem Spiel gegen Dresden. Ich glaube, in jedem Fall kann man sagen, dass Amadou Onana nie wieder für den HSV spielen wird. Selbst wenn der Wechsel erst nach dem Dresden-Spiel vollzogen wird, er wird definitiv nicht dem Kader angehören, oder Henrik? Ja, das würde jetzt auch keinen Sinn mehr ergeben. Und allein die Tatsache, dass er jetzt individuell trainiert, zeigt ja auch, dass der HSV da jetzt kein Risiko mehr eingehen will, dass er sich möglicherweise doch noch verletzt und diesen Transfer gefährdet, den der HSV ja wirklich braucht. Also sie brauchen das Geld, um ihren ganzen Transfermarkt, ihren ganzen Kader diesen Sommer auch zu finanzieren. Ich denke, das ein oder andere Geld ist da auch schon ausgegeben worden, in dem Wissen, dass man Onana noch verkaufen wird. Und gleichzeitig gibt es ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Neuzugang, der da noch kommen soll. Also der HSV braucht das Geld und wird da jetzt kein Risiko mehr eingehen, dass Onana sich vielleicht sogar noch verletzt. Ja, du hast es gerade angesprochen, die Onana-Millionen geben dem HSV natürlich auch neuen Spielraum auf dem Transfermarkt und deswegen wollen wir direkt weitermachen mit unserer nächsten Kategorie. Unser treuer Leser, Zuhörer und Zuschauer David1887 bei Twitter möchte gerne wissen, wie denn die Torwartsuche aktuell aussieht beim HSV. Er basiert seine Frage ein bisschen auf unserer Berichterstattung. Wir hatten ja gesagt, dass Oliver Christensen von Odense BK sehr wahrscheinlich nicht zum HSV wechseln wird, dass der HSV Abstand von einem solchen Transfer genommen hat, weil er schlichtweg zu teuer ist. Man will auch die Ablöseforderung von Odense nicht erfüllen. Henrik, hast du denn einen neuen Namen, den du uns präsentieren kannst, wer es denn stattdessen wird? Ja, sorry, mein lieber David. Ich weiß, du liebst Namen und Gerüchte. Das kriegen wir immer auch alle mit. Und du servierst uns ja auch hier und da mal den einen oder anderen Namen, den du irgendwo in Internetforen oder sonst wo aufschnappst. Ich habe leider keinen neuen Namen für dich. Allerdings denke ich, dass das Thema Christensen vielleicht auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also der HSV hat ja gesagt, also auch 2 Millionen würde er nicht bezahlen. Und von daher hat er da jetzt erstmal Abstand genommen, weil sich da Odense wahrscheinlich auch nicht bewegen wird. Durch die gute Leistung von Daniel Heuer-Fernandes und auch die baldige Rückkehr von Tom Mickel ist jetzt auch nicht der ganz große Druck auf dieser Personalie, auch wenn Mickel noch ein paar Wochen fehlen wird. Aber Heuer-Fernandes hat das ja jetzt sehr, sehr gut gemacht und hat damit auch neues Vertrauen gewonnen beim HSV. Und vielleicht ergibt sich ja im Laufe des Sommers dann auch noch die Möglichkeit, da bei Christensen doch nochmal vorzufühlen und möglicherweise am Preis noch was zu machen, möglicherweise sonst auch erst im kommenden Jahr. Also grundsätzlich sucht der HSV da einen jungen Torhüter, der das Potenzial hat, dann auch die Nummer 1 zu werden, weil Daniel Heuer-Fernandes hat ja auch nur noch 1 Jahr Vertrag und man muss da sowieso nach einem Torwart suchen und die Suche läuft weiterhin. Vielleicht ergibt sich dann in der Bundesliga auch noch was, wenn da im Laufe der Vorbereitung vielleicht ein Torhüter merkt, dass das dann doch nicht die Spielzeit bekommt, die er sich erhofft. Vielleicht leiht der HSV dann auch erstmal wieder einen Torhüter aus. Also da ist aktuell noch alles offen.
In jedem Fall wird der HSV aber einen neuen Torhüter präsentieren, noch bis zum 31. August, welche Rolle er dann auch immer einnehmen wird in der Hierarchie. Um das nur einmal klarzustellen, weil immer wieder die Frage kommt, ob man jetzt in dieser Phase nicht auf Leo Oppermann setzen sollte. Das wäre schlichtweg zu riskant, weil nach Leo Oppermann hat der HSV keinen Torhüter, der Erfahrung hat, gerade auch im Profibereich. Nach der langen Verletzung von Tom Mickel und auch dem Abgang von Sven Ulreich ist man einfach sehr dünn besetzt. Und gerade auch im Training braucht man immer wieder zwei, drei Torhüter, die dann auch in den Übungen im Tor stehen können. Von daher, Henrik, von dir vielleicht noch einmal abschließend die Klarheit, dass es auf jeden Fall einen neuen Torhüter geben wird. Klarheit von mir und Klarheit auch vom HSV, das hat er ja auch relativ oft jetzt schon gesagt. Und von daher haben sie sich diesen Druck selbst auferlegt. Man könnte natürlich auch sagen, man geht mit Javier Fernandes, Tom Mickel und Oppermann in die Saison. Aber da ist die klare Zielsetzung auf jeden Fall noch ein Torhüter im Laufe der Transferperiode. Ja. Wir bleiben bei jungen, talentierten Spielern und machen weiter mit einer Frage von unserem Twitter-User Sven. Der möchte gerne wissen, wer denn jetzt der nächste Onana beim HSV wird. Also konkret möchte er Elite-Talente zum HSV locken und fragt, wer denn das nächste Elite-Talent, wie er es nennt, sein könnte. Also er schielt da vor allem auch auf größere Clubs, bei denen junge Spieler möglicherweise nicht zum Einsatz kommen, die der HSV dann kostengünstig ausleihen könnte. Henrik, ist das so das Beuteschema, was er damit ganz gut beschrieben hat? Hat er gut beschrieben, allerdings sucht dieses Beuteschema natürlich auch jeder andere Club, also junge, günstige Spieler, die dann irgendwann zu einem größeren Preis den Verein wechseln und dem Verein viel Geld bringen. Die sucht jeder und die sind natürlich auch nicht ganz günstig, von daher hat der HSV da letztes Jahr mit Onana einen echten Glücksgriff getätigt, natürlich auch dank der Verbindung von Michael Mutzel nach Hoffenheim, die kannten sich ja vorher schon. Also da ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass in jedem Jahr der HSV so einen Spieler findet, der dann innerhalb eines Jahres von null auf möglicherweise fast 10 Millionen den HSV dann bringt. Ja, hier im Hintergrund läuft, glaube ich, gerade ein Trainingsspiel der U17. Also es gibt da durchaus das ein oder andere Talent, jetzt nicht viele. Also ich denke da vor allem an Leo Garcia, 16 Jahre alt, deutscher U16-Nationalspieler, ist jetzt, glaube ich, schon bei der U19 mit dabei. Also das ist so das größte Top-Talent im HSV-Campus. So viele gibt es dann allerdings nicht. Aktuell hat der HSV aber natürlich auch im Profikader noch ein paar Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, also allen voran natürlich Joscha Wagnermann, von dem man ja gedacht hat, dass er diesen Sommer schon wechselt. Das wird jetzt vermutlich nicht. Jonas David wird jetzt durch seine Spielzeit seinen Marktwert erhöhen, Antti Suhun vielleicht auch. Also es gibt da noch den einen oder anderen, aber natürlich braucht der HSV noch mehr und muss meiner Meinung nach auch jede Transferperiode eigentlich nutzen, mindestens einen Spieler dazu zu holen, der dann auch perspektivisch Transferwerte bringen kann. Wir können leider nicht jede Frage beantworten, die ihr uns geschickt habt. Wir wollen allerdings noch eine dritte Frage aufnehmen von der HSV-Fanseite HSV Newstime, die uns bei Instagram gefragt hat, wie denn der HSV reagieren würde, sollte Toni Leistner den HSV noch verlassen bis zum 31. August. Henrik, ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, der HSV wird kein Risiko eingehen, sollte es tatsächlich zu einem Abgang des Innenverteidigers kommen, wird man diesen vakanten Posten nicht unbesetzt lassen, sondern nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt. Oder wie siehst du das? Sehr, sehr viele Konjunktive. Also aktuell sieht es ja gar nicht unbedingt danach aus, dass Toni Leistner jetzt schnell den HSV verlassen wird. Soweit ich gehört habe, fühlt er sich sehr, sehr wohl hier in Hamburg und setzt dann vielleicht auch auf irgendwie die Chance, die sich dann im Laufe der Saison oder sogar im Laufe der Hinrunde noch ergeben wird. Falls sich dann mal wieder jemand verletzt, falls jemand gesperrt ist, dann ist man ja schnell drin, kann sich wieder schnell seinen Platz auch holen. Wer weiß, ob das mit Tim Walter auf lange Zeit gut geht, dann braucht der HSV vielleicht irgendwann wieder mit einem neuen Trainer, einen Verteidiger, der genau dieser Typ Toni Leistner ist und ja, also Toni Leistner wird sich das mit Sicherheit jetzt noch ein paar Wochen angucken und schauen, ob es überhaupt dann noch eine Perspektive hier für ihn gibt. Und sollte er dann doch noch mit einem Wechselwunsch an den HSV herantreten, braucht man natürlich auch erstmal einen anderen Verein. Sollte es dann zu einem Transfer kommen, wird der HSV sich mit Sicherheit dann nochmal nach einem Innenverteidiger umschauen. Denn jetzt nur mit den vorhandenen Innenverteidigern minus Toni Leistner, also mit Schonlau, David, Moritz Heyer, Maxi Rohr, dann irgendwann wieder Stefan Ambrosius. Das wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu riskant, weil dann auch dieser erfahrene Innenverteidiger fehlt, falls dann Sebastian Schonlau sich dann doch auch mal verletzen sollte. Also ich gehe aber davon aus, dass Toni Leistner jetzt erstmal beim HSV bleibt und damit hätte sich dann auch die Suche nach einem weiteren Innenverteidiger erledigt. Damit haben wir jetzt genug über die Kaderplanung geredet und wollen einen Blick aufs kommende Wochenende werfen.
Am Sonntag spielt der HSV zu Hause gegen Dynamo Dresden, den furios gestarteten Aufsteiger. 3:0 hat er am ersten Spieltag gegen Mitaufsteiger FC Ingolstadt gewonnen. Henrik, wenn ich das richtig beobachtet habe, stehen Tim Walter für dieses Spiel wieder ein paar mehr Optionen zur Verfügung. Kannst du uns ein kurzes Update über die Verletzten-Situation geben? Ja, genau. Heute beim Vormittagstraining kamen einige Spieler wieder zurück. Also allen voran Joshua Wagnermann nach seinem Muskelfaserriss. Hat auch relativ schnell wieder einen sehr frischen Eindruck gemacht. Also der könnte dann auch direkt wieder in den Kader rutschen. War jetzt ja auch nicht zu lange raus. Anzi Suhun auch, der hatte ja nur eine Zerrung, obwohl er jetzt auch fast 2 Wochen gefehlt hat, war auch heute wieder dabei. Kann ich mir auch vorstellen, dass er dann direkt wieder zum ersten Mal dann auch einen Kaderplatz bekommt. Toni Leisner hat ja gestern nur einen Tag ausgesetzt, war heute wieder dabei. Und jetzt musst du mir helfen, Jeremy Duziak, auch nach langen Wochen heute das erste Mal wieder richtig mit der Mannschaft dabei. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass aufgrund dieser komplizierten Verletzung auch das Knochenödem, dass der HSV da jetzt noch kein Risiko eingeht und Jeremy Duziak noch nicht wieder direkt im Kader dabei sein wird. Lass uns abschließend einmal nochmal über Sonny Kittels Rolle sprechen. Er hat ja durchaus zu gefallen gewusst bei seinem Kurzeinsatz gegen Schalke. Sein Haarriss in der Wade scheint ihm keine Probleme mehr zu bereiten. Er hat natürlich trotzdem wegen dieser Verletzung nahezu die komplette Vorbereitung verpasst. Kannst du dir vorstellen, dass er jetzt gegen Dresden schon ein Kandidat für die Startelf ist? Und wenn ja, wer müsste dann weichen? Also Sonny Kittel ist, wenn er fit ist, immer ein Kandidat für die Startelf, allein aufgrund seiner individuellen Qualität, die er definitiv mitbringt. Er ist dieser Unterschiedsspieler, der dann in bestimmten Situationen auch etwas Besonderes machen kann und hat ja auch direkt nach seiner Einwechslung dann gleich mit 2 Aktionen das Spiel entschieden vor dem 2:1 und dann mit dem direkten Pass auf Jatta vor dem 3:1. Ich denke aber, dass auch gerade weil das jetzt so gut geklappt hat auf Schalke mit Kittel als Joker, ja, dass dann auch gegen Dresden der Fall sein wird. Natürlich waren jetzt nicht alle schon bei 100% ihrer Leistung. Gerade David Kinsombi wusste jetzt noch nicht absolut zu gefallen. Also der müsste wahrscheinlich dann am ehesten um seinen Platz zittern. Andererseits ist Kittel auch eher der Spieler, der mehr über außen kommt. Und auf den beiden Achterpositionen mit Reis und Kinsombi, das ist eigentlich nicht die Sonny Kittel-Position. Da müsste Tim Walter dann wieder einiges umstellen. Und das wird er, glaube ich, nicht tun, sondern wird dann vielleicht darauf setzen, dass es ähnlich gut klappt mit Sonny Kittel als Joker wie zuletzt auf Schalke. Okay. Das klingt dann aber insgesamt danach, dass du davon ausgehst, dass Stand jetzt, 3 Tage vor dem Spiel, Tim Walter keine Änderung in der Startelf vornehmen wird, oder? Ja, ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut wie beispielsweise Daniel Thune. Da hieß es ja nicht immer never change a winning team, sondern eher always change a winning team. Tim Walter, glaube ich, so wie ich ihn in den letzten Jahren beobachtet habe, setzt dann da eher auch dann auf die Elf, die das gut gemacht hat. Und da gibt es jetzt eigentlich keinen großen Grund, etwas zu verändern. Von daher setze ich mal auf die Siegerelf von Schalke.